Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 2013 haben wir hier über das erste gleichstellungspolitische Rahmenprogramm debattiert, 2018 über die Fortschreibung des GPR. Heute blicken wir zurück auf zwei Runden parlamentarische Beratungen, denn das GPR wurde auch in dieser Legislaturperiode in nahezu allen Fachausschüssen der Bürgerschaft beraten. Deutlicher kann man nicht machen, dass Gleichstellung in Zeiten von Rot bzw. Rot-Grün kein Nischenthema mehr ist, sondern alle Politikfelder berührt. Ziel ist und bleibt dabei, unserem Verfassungsauftrag nachzukommen. Und da ich den Eindruck habe, dass nicht alle hier vertretenen Gruppierungen damit gleichermaßen vertraut sind, zitiere ich mal wieder aus Artikel 4 Absatz 2. Dort heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus und etwas weiter. Sie, das heißt die Staatsgewalt, hat auch die Aufgabe, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Ich hoffe, das haben Sie auch in diesen Reihen zur Kenntnis genommen. Diese geforderte Förderung der Gleichstellung ist mittlerweile integraler Bestandteil jeden Regierungshandelns in Hamburg geworden. Gleich, ob wir das Demografiekonzept, die Fachkräftestrategie oder Senatsvorlagen betrachten. Das Thema ist in alle großen Hamburger Programme integriert. Die Implementierung in die Globalrichtlinien läuft noch. Meine Damen und Herren, das GPR zeigt durchaus Wirkung, auch über unsere Landesgrenzen hinaus. So hieß es zum Beispiel im Schulausschuss, ich zitiere jetzt mal aus dem Protokoll, ein Erfolg des ersten GPR seien die auf Bundesebene von der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz beschlossenen Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung. Das ist nur ein Beispiel. Weiteres Beispiel, ebenfalls Wirkung auch über die Landesgrenzen hinaus, zeigte das Gremienbesetzungsgesetz noch von 2013, das ebenfalls einem expliziten Verfassungsauftrag nachkommt. Und auch hier, ich zitiere gern nochmal aus Absatz 4, insbesondere wirkt sie, also die Staatsgewalt, darauf hin, dass Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen gleichberechtigt vertreten sind. Dass es hierbei nicht nur um eine Frauenquote geht, wie es immer mal wieder fälschlicherweise heißt, sondern um eine gleichberechtigte Vertretung beider Geschlechter, macht übrigens ein aktuelles Beispiel aus dem Justizbereich deutlich. Wie ich gehört habe, wurden bei der Staatsanwaltschaft aufgrund der Geschlechterquote aktuell vermehrt Männer eingestellt. Und das hat offenbar auch zu gewissen, Irritationen bei beiden Geschlechtern geführt, was ich ganz in Ordnung finde. Die Ausschussberatung zum GPR, es lohnt sich übrigens, die Protokolle einmal noch mal durchzulesen, waren teils erfreulich intensiv. Ich will jedoch nicht verhehlen, dass es in einigen Politikfeldern noch Luft nach oben gibt, sei es, weil der Bewusstseinsprozess zum Beispiel in öffentlichen Unternehmen etwas hinterherhinkt, sei es, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien als einziger Fachausschuss überhaupt keinen Beratungsbedarf sah, was mich schon etwas erstaunte. Nun ja, lassen Sie mich zum Schluss zum wichtigsten Bereich kommen, zum Bereich Finanzen, Haushalt. Soweit Sie mir in anderen Debatten zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig mir das Thema Gender Budgeting war und auch ist. Eine adäquate Teilnahme von Frauen und Männern an Gestaltung und Entscheidungsfindung, das ist ja das eine. Das betrifft übrigens natürlich auch die Repräsentanz der Geschlechter im Parlament. Eine geschlechtergerechte Verteilung der öffentlichen Mittel und staatlichen Leistungen, das ist das andere. Der Antrag auf entsprechende Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens, den hatten wir bereits vor knapp einem Jahr gestellt. Das beauftragte Gutachten zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung sollte uns in Kürze zugeleitet werden. Und, meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt auf die Vorschläge. Es geht also weiter, es gibt noch viel zu tun. Und 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sehe ich uns in der Pflicht, Nägel mit Köpfen zu machen. Meine Damen und Herren, Sie sich hoffentlich auch. Vielen Dank.